Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Wir sind aktuell immer noch auf Spinnenjagd und machen uns dran, die letzte der dicken Spinnen zu suchen. Sie kann nicht mehr allzu weit weg sein. Ich vermute, sie ist, wenn wir da hinten hochgehen, bei einem dieser schwebenden Inseldinger. Und deswegen machen wir uns mal auf. Aber vorher machen wir eben noch den Weg frei. Gott, ist das ekelhaft. Das ist meine persönliche Hölle, ne? Vor allem Spinnen, deren Körper leuchten. Da kommt einfach alles zusammen, was gruselig ist, weißt du? Schlimm. Einfach nur schlimm. Los doch! Aber sieht schön aus, wie sie so die Umgebung auch mit erhellen. Bäh. Pass doch auf, was du machst. Sorry, Matt, keine Absicht. Das passiert manchmal einfach so. Bin dann mit dem Feuerball bzw. Eisstrahl ausgerutscht. Da ist sie doch auch schon. Guck mal, wo ist das doch? So, erstmal die da, dann die da. Und jetzt, bevor wir da weitermachen, die dicke. Das war noch nicht alles. Noch eine. Ich dachte, wir hätten alle. Nee, aber da fehlt noch eine. Naja, es gibt ja noch eine zweite, eine zweite Insel. Nein, nein, das lassen wir. Scheiß Spinnen, habe ich die gerade so doll aus dem Leben geprügelt, dass sie hier runtergeklötert ist? Tatsache. Na geil, muss auch mal sein, ne? Gut. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das tat weh. Gut, wir machen weiter. Die nächste muss ja irgendwo... Oh, nicht alle, roll doch da nicht runter jetzt, Junge. Das war ja lebensgefährlich. Hier, pass auf, es wird etwas kompliziert. Was sind das für Dinger? Sumpfbodens. Endlich hat meine Waffe was zu tun. Okay, warte, wenn die da hängen bleiben, ist das ja kein Problem. Dann können wir nämlich einfach reinmeddeln. Alles gut. Mach ihn nieder! Ich hasse Spinnen. So, bei Sumpfgolems wissen wir ja, dass Feuer effektiv ist. Deswegen bleiben wir mal einfach hier stehen und hauen da mal ein paar Feuerbälle rein. In der Hoffnung, dass Matt war schon. Noch einmal, komm schnell. Schade, der Kampf war. Au! Sorry, Matt. Pass doch auf, was du machst. Ja, es war mit Absicht, deswegen. Ich mag das, wenn du leidest. Und den nächsten dicken Sumpfgolem hier eben. Und Achtung, ausweichen. Und jetzt sind wir wieder dran. Ehre, bevor der runterfällt, schnell looten, schön. Wir wechseln zurück auf Eis und kümmern uns um die restlichen Scheißspinnen. Ist hier irgendjemand? Ich sehe hier auf jeden Fall tote Krieger. Ein toter Krieger und da Macker. Verschollen im verbotenen Tal, den haben wir jetzt gefunden. Wir haben einen weiteren Teleporterstein gefunden. Das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Hier muss in der Nähe noch irgendwo einer sein. Schauen wir mal. Aber erstmal looten wir die Kiste. Fackel, Gold, magische Kristalle und noch irgendwas, was ich nicht schnell genug gelesen habe, weil ich ein Dödel bin. Dann haben wir hier einen Questmarker auch noch irgendwo. Wo markert der denn hin? Ein Symbol aus Jade. Ich erinnere mich nicht mehr, was da los war. Aber egal, wir können ja mal im Logbuch machen. Das Zeichen der Ahnen. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Ich muss einen großen Jadebrocken für das Zepter der Ahnen finden. Ah ja, da war ja was. Jetzt machen wir aber erstmal Gila. Häufige Angelegenheiten. Zerbrochenes Erbe. Das Reich der Schatten. Das Geisterritual. Rekrutiere den, rekrutiere Shani. Ein starker Spruch. Der richtige Ort. Also so viel zu tun. Das Zeichen der Ahnen. Piratenallianz. Allianz mit den abtrünnigen Piraten. Das geht ja alles nicht mehr. Muss mir ja eigentlich nur das Schiff organisieren. Aber wo ist denn jetzt die Quest, die ich gerade mache? Etty anheuern. Magische Effizienz. Akarigua, Galador, grüne Flammen, Kila. Kristalle im Schatten, okay, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir die schon erledigt haben. Ja, aber es fehlt ja noch eine. Egal, wir machen einfach weiter, Leute, wir finden die schon. Wir werden die schon finden, man muss einfach auch mal Selbstvertrauen haben, ne? Mach ihn wieder! Jetzt schlage ich ein paar Kettel ein. Gut so.
Irgendwo bitte die letzte Spinne noch sein. Die kann ja nicht allzu weit weg sein. Scheiß Spinnen. Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Scheiß Spinnen. Gut. Okay, weiter geht's hier ja nicht. Dann würde ich vorschlagen. Kann man da hinten noch lang? Muss man immer auf die Map gucken? Nicht so wirklich. Dann würde ich vorschlagen, teleportieren wir uns erstmal wieder dahin. Von dort aus gehe ich nochmal zurück zu der guten Dame. Sag ihr Bescheid, was mit dem Kollegen passiert ist und dass uns noch eine Spinne fehlt. Wir könnten natürlich auch mutig sein, in den Tempel reingehen, wenn wir eh schon mal da sind. Ups. Au. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das mir Schmerzen bereitet. Aber ich würde sagen, bevor wir in den Tempel gehen, tatsächlich erst das Geisterschiff und uns das große Schiff holen. Dann die ganzen Leute anheuern. Und dann können wir von mir aus in den Tempel reingehen. Ist das ein guter Plan? Und wir müssen noch eine letzte Spinne finden. Welche Quest auch immer das ist. Und den Brocken aus Jade. Wo mag die wohl sein, diese letzte Fettspinne? Vielleicht ist die das. Ich bin die Spinne, du wusstest es die ganze Zeit nicht. Und dann greift sie uns an. Würde keinen Sinn ergeben. Aber ey, man weiß es ja nie. Gehen wir mal hoch da. Zu ihrem schönen Haus. Okay, was ist los? Also, hör mal zu. Ich habe deinen Krieger Damaka gefunden. Ich habe deinen Krieger Damaka gefunden. Er und seine Jungs weilen leider nicht mehr unter uns. Was soll das heißen, Gucho? Rede nicht so einen Unsinn. Na schön, dann verstehst du es vielleicht besser so. Damaka ist tot, Chani. Oh no. Oh Chani? No. Kara de Makila. Damaka, was soll ich nun tun? Ich hab das gar nicht gecheckt, dass das Chani ist, Alter. Wie konnte ich das denn vorher nicht bemerken? Ich dachte, sie redete vorhin von Chani, aber nein, es ist sie. Lol. Ja, sie sieht ein bisschen anders aus. Mir hat die alte Chani besser gefallen. Du sagst, du musst die Soldaten des Orakels erledigen? Du sagst, du musst die Soldaten des Orakels erledigen? Chi. Aber wie soll das geschehen? Meine stärksten Krieger sind... Ah, jetzt Krieger kommt die Quest erst. Du, Gucho. Du musst es tun. Du musst sie töten, bevor sie Eier legen. Die Zeit drängt. Das mit den Eierlegen hatten wir schon mal mit so Gargoyles, weißt du, ich kenne mich da also echt aus. Na schön, ich werde die Dinger mal eben vernichten, ne? Na schön, ich werde die Orakelbrut vernichten. Wo genau sind die Biester? Suche sie auf den Hochebenen. Sie versuchen dort ihre Brutstätten zu errichten. Beeile dich. Wenn sie erst Eier legen, ist es zu spät. Geh, Gucho. Geh. Also, Soldaten des Orakels. Hast du hier ein Bett, dass ich mal liegen kann, bis wieder Tag ist? Geilo. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Bitte kein Albtraum. Danke. Nice. Dann können wir wieder des Tages... Was? Oh, Matt, ach, Alter. Nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ich wollte gerade sagen, Matt, halt mal die Schnauze jetzt hier. Ernsthaft. Du bist am Nerven. Da rastest du aus. Da kriegst du die Tür nicht zu. So doll nervst du, Matt. Ja? So, dann suchen wir mal die letzte Brut. Lok. Die Soldaten des Orakels. Wo mag der... letzte Soldat sein. Direkt hier über uns. Da oben. Da ist noch einer. Wie kommen wir da am besten hin? Okay, wir müssen vom Tempel aus irgendwie darüber. Darüber, dann darunter und dann dahin. Okay, komm, schaffen wir. Let's go. Vom Tempel aus. Erstmal das da einsammeln. Dann schätze ich hier lang. Hier irgendwie so rüber. Dann hier so lang. Das haut nicht hin. Wir müssen da hin. Da, dieses Ding. Ich glaube, hier hoch. Könnte das hinhauen, hier hoch. Und dann da hoch. Mal schauen.
Aber Terra hatte nicht zu viel versprochen, er meinte schon. Hier wird das auf jeden Fall unangenehm, die Spinnen mit dem Hoch und Runter und Brückengedönse. Also tatsächlich, das ist hier nochmal ein ganz neues Level an Brückerei, ne? Guck mal, da ist das Gebäude, dann sind wir richtig. Und da muss gleich die Spinne sein. Die letzte, die hier noch versucht, Eier zu legen. So, aufgemeddelt da. Komm her, schon! Krabbelvieh. So, Spinnenfeind. Dieses Achievement trage ich mit Stolz. Mit Stolz. Nun kommen wir uns um den Rest hier. Scheiß Spinnen. So, dann sammeln wir mal, was zu sammeln ist. Was finden wir denn hier noch? Einen magischen Kristall. Seltsamer Steinschrein. Ein Schrein. Abracadabra. Hm. Sieht so aus, als wenn man hier eine bestimmte Formel braucht, damit sich etwas tut. Ja, das werden wir schon noch rausfinden, ne? Abracadabra war aber erstmal ein guter Try, ne? Hätte ja klappen können. Hokus Pokus, Philippus und so wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber... Abracadabra war schon mal nicht schlecht. Meint ihr, ich kann so ein Leap of Fate da runter zu ihrer Hütte? Nee, ich glaube, das ist zu hoch, oder? Ich probier's mal. Fünfen und gib ihm. Oh, wir haben es geschafft. Geilo. Und jetzt heilen wir uns. Und schon passt's. Chani, die Soldatenkrieger des Orakels, die sind, naja, wie soll man sagen? Ich sag's dir wieder in einer Art, die du verstehst. Sie sind nicht mehr, ja? Die Soldaten des Orakels sind erledigt. Das sind gute Nachrichten, Gucho. Du kannst stolz auf dich sein, großer Krieger. Du hast dem Volke der Kieler einen großen Dienst erwiesen. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, wenn du meine Hilfe immer noch brauchst. Ich bin hier und werde für dich da sein, Gucho. Doch jetzt werde ich erst den Schutzzauber über unser Tal wirken. Es dauert nur einen Moment. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass was Dickes passiert. Oh, wow, 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 wow. So ein Spinnenkorpus da am rumliegen. Herrlich. So, das sollte reichen. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Chi, Gucho. Sei dir meiner Hilfe gewiss. Wenn dein Geisterritual stattfindet, werde ich da sein. Du weißt doch gar nicht, was und wo. Ich weiß, was du vorhast, Gucho. Vertraue Chani. Ich werde da sein. Du allerdings musst zum Piratenschiff unten in der Bucht gehen und die Piraten dort auch in den Krieg gegen die Schatten schicken. Und wenn sie das nicht wollen? Die Piraten haben großen Respekt vor Chanis Zauberkraft. Drohe ihnen, dass ich sie in einem Kessel schmoren werde, wenn sie nicht helfen. Ein Versuch ist es wert. Das könnte klappen, ja doch. Die sind relativ einfältig. Das klappt wohl. Gut, Leute, dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt hier groß weitermachen, gehen wir einmal zurück. Das Piratennest da hinten. Kann man einfach so schnell reisen? Egal, wo ich bin sogar. Voll schön. Ich schnacke nochmal kurz mit Boots, frage mal, ob ich den schon so weit bringen kann, dass er meint, ja, na gut, dann greifen wir mal mit an. Mal schauen. Und dann danach geht es aber jetzt erstmal ab gleich zum Geisterschiff, ihr wisst noch. Da, die beiden. Die genießen das Leben, ist das nicht herrlich, du? Freut mich doch. Boost. Okay, geht nichts ab. Alles klar, reingehauen, Leute. Dann gehen wir mal auf unser Schiff. Ja. Und wir setzen nun See. Wir setzen in See, wir stechen in See. Wir müssen nach Heimat aller Piraten der südlichen See. War das Antigua? Ich glaube ja, oder war das Taranis? Auf Taranis war das mit dem. Doch, Taranis war das und da war auch dieses Geisterschiff. Und zwar war das in dem hinteren Bereich hier und dann da hinten. Das bedeutet, meine Lieben, wir gehen jetzt am besten zu dem Teleporter, latschen dann hier noch einmal durch und wieder hier hinten hin zu dem Geisterschiff. Okay? Let's go. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen gespannt. Wo kommt dieser Kobold jetzt noch her? Dieser eine verstrahlte Letzte da? Was soll das?
muss gestehen, ich bin auch ein bisschen gespannt, was uns dort gleich erwartet. Es kann natürlich sein, dadurch, weil wir einen Kapitel-Change hatten, dass wieder neue Gegner gespawnt sind. Wenn das wieder so ist wie früher bei Gothic. Okay, ja, es ist wieder wie bei Gothic. Neues Kapitel, neue Gegner. Cool, so bleibt's auch nicht langweilig. I like. Gut. Mal sehen, ist er noch da? Und wenn ja, ist er noch böse auf uns? Er ist noch da. Dein kleines Pilzgeheimnis kostet dich was. Einschüchtern, nee, das lassen wir mal. Wir wechseln wieder auf Feuerball. Oh, voll die mächtige Feuerball. Junge. Ich habe vergessen, Bones mitzunehmen, aber ist kein Problem. Ist ja nur ein kurzer Moment. Wir gehen nur kurz eben zum Geisterschiff und danach holen wir uns den Guten wieder. Ich hoffe, dass in diesem Bereich hier nichts neu gespawnt ist. So. Oh, doch. Oh, ist auch noch ein Wächter. Junge, 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 Junge. Oh, ich hänge, ich hänge, ich hänge fest. Oh nein. Ich stacke komplett. Hier geht gar nichts mehr. Oh, wow, wow, wow. Lol, was ist hier jetzt los? Wieso treffe ich denn nicht? Ein Baum im Weg. Nein, 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 nein. Holy moly, holy shit. Okay, das war knapp. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so ein Schattenwächter rumläuft. Deswegen einmal kurz quicksaven, man weiß ja nie. Wann da gleich der nächste Dödel auftaucht. Ich wollte doch nur eben zum Geisterschiff. Da läufst du einmal ohne Bones rum und schon ist das Leben wieder scheiße, ne? Unglaublich. Aber ich glaube, wir sind auf Kurs. Das ist der nächste. Mal gucken, wenn ich Glück habe und hier so hochdödel. Hier kommt der mit Glück nicht hin, der nächste Dödel. Da, guck mal. So viel zu dem Thema. Oh oh. 2, 2, 2, 2, 2. Ich hätte einfach Stacke und hier nicht wegkomme. Voll gut. Alter, das war den Vorgängern besser, da sind die nicht so viel, die Dinger hochgelatscht. Der läuft ja hier auf jede Kante drauf, dem ist einfach scheißegal, der gibt einen kompletten Fick. So, nö, ich hau dir jetzt mal aufs Maul, Bruder, aber so richtig volle Lotte, weil ich das kann. Und ich mach's gerne, voll schön. Brauch unbedingt meinen Bones wieder. Alleine rumlaufen ist scheiße. Sind doch nur Schattenwächter gespawnt, ne? Nichts Normales. Der Hell hier, Mrs. Davenport. Ich kann nichts sehen. So, Leute. Gleich sind wir beim Geisterschiff. Bin sehr gespannt. Alter, was geht denn jetzt ab? Ein Seelenfresser. Oh, scheiße. Ich glaube, besser ist ausweichen, hauen, 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 ausweichen, 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 bis er angegriffen hat und jetzt wieder drauf, 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 ausweichen, 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 drauf, drauf und tschüss! Da fliegt er weg, also da ist mit Zielen ist das scheiße. Da musst du wirklich eher einfach angreifen, einfach drauf, weißt du? So, Leute, dann wollen wir noch mal. War hier eigentlich noch irgendwas an Loot? Nee, ne? Glaube nicht. Oh doch, kann man hoch. Ah, was haben wir denn hier? Jade, noch mehr Jade. Es lohnt sich doch immer, sich umzugucken, ne? Es ist doch so. Es lohnt sich halt einfach immer. Na gut, und da hört ihr ihn ganz... Oh, ganz leise im Background. Ganz leise im Background. Hört ihr ihn krähen? Wir machen dann, meine Lieben. Jetzt an dieser Stelle erstmal leider wieder einen kleinen gemütlichen Break. Das bedeutet, ihr werdet erst im nächsten Part herausfinden, was auf diesem Geisterschiff auf uns wartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback
natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.